Ich habe versucht, meine Bandagen auszuwählen, habe sie ausgewählt und dabei weggeworfen. Ach, da seid ihr. Hallo! Bist du auch gerade gestorben, Homer? Ja. Scheiße. So wie immer. Dann lass uns mal weiter nach rechts gehen jetzt. Das bringt ja nichts. Einfach immer weiter nach rechts. Wir brauchen das Gehirn doch, ey. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich meine, es ist ja schon interessant hier zu sehen, was hier so auf der Map passiert. Übrigens, Homer, warte mal, ich habe noch ein Schwert für dich. Oder brauchst du keins? Doch. Hier, pass auf, ich habe noch was für dich. Hier. Komm schon. Ich gebe den einen. Scheiße, ich habe nichts getroffen. Komm mal her. Den Schaden gemacht? Warte. Boah. Wenn wir von dem das Brain extracten. Ja, ich mach einfach, ich mach die ganze Zeit von jedem. Der hat auch wieder ein lilanes, verdammt. Das ist ein Idiot, ne? Oh, schon wieder ein lilanes. Oh, ich bin da links reingesprungen. Ja, komm doch her auch mal. Geh doch hier. Pascal, was ist deine stärkste Waffe jetzt? Ein Schwert. Oh, sogar immer noch 40. Grün, heiliger Bambini. 40 DPS oder per Swing? 40 DPS. Hier, guck mal, meins macht jetzt, pass auf, guck mal. What? Wow, was war? Oh, guck mal, meins ist grün. Ja, dann ist es vergiftet. Krass. Vorsicht. Das Geile ist, mit dem Schwert, was ich habe, kannst du die Gegner voll auf Abstand halten. Aber den einen Boss habe ich eben so nicht auf Abstand halten können. Der ist einfach über uns drüber gelaufen. Wie eine Lawine einfach über alles drüber rennen. Tja, so als Vierer-Team ist, glaube ich, doch besser. Warte mal. Über uns. Vorsicht, so eine Drecksmöwe. Aua! Lol, warum macht die denn so viel Damage, ey? Ah ne, ich habe gar keinen Schaden bekommen. Ja, aber das sah so aus, weil die mich getroffen hat. Aber die hat überhaupt keinen Schaden gemacht. Die wir vernichtet werden. Ja, so würden wir auch den Boss schaffen, aber das haben wir eben natürlich... Ein Zelt. Also. Dann müssen wir den auf einen runterdingsen und dann runterkämpfen und dann musst du das Brain extracten. Lol, das ist ja nur so ein Einhandschwert. Ja. Lol, ich kann damit essen und ja, das habe ich auch. Cool. Habe ich irgendwie noch einen zweiten Gegenstand? Meins ist zweihändig, aber ist auch recht stark. Vorsicht, da kommen wieder zwei. Oh. Weiß einer so, was eigentlich das Maximum am DPS ist, so, also von den Waffen her? Boah. Ich denke mal, das wird unendlich sein, ehrlich gesagt. Ja, glaube ich, so wie bei Cube World. Da gibt es ja auch irgendwie 8000 Level. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht bei Cube World, ja. Weil der hätte ja keinen Patch mehr rausgebracht und sowas. Und ja, wer die Chance nicht nutzt, tja, der kann auch nicht in diese Kultspiel-Sachen einsteigen, weil ganz ehrlich, dafür musst du halt den Support auch betreiben. Und das hat er nicht gemacht, weil das Spiel hat schon Spaß gemacht. Aber die machen so unglaublich viel Schaden. Er sah auch einzigartig aus. Hm? Das sah ja auch so einzigartig aus. Ja, ich fand's auch echt gut, aber es ist, es geht einem irgendwann halt so ein bisschen auf den Geist, dass man nichts anderes mehr machen kann. Und der hat ja gesagt, es wird noch was Neues dazukommen, aber ja, war ja nichts. Oh, hier unten ist irgendwas. Auf jeden Fall was mit Holz. Nee, das war. Nee, das hab ich gemacht. Alles safe. Alles safe. Da sind oh mein Moment. Gott, ich bin auch so mickrig. Wartet mal, nicht jetzt weitergehen, Lorinne. Was ist das denn? Hardened Monster Plate. Und New Blueprint available. Ja, wo ist das denn? Ja, das hab ich nämlich auch. Monster Plate hab ich auch gefunden. Kann man jetzt vielleicht eine neue Rüstung bauen, weil ich habe das Blueprint in meinem Inventar nicht gefunden, ne? Habe ich nämlich auch bekommen eben. Hast du das irgendwo, dein Blueprint? Nö, ich habe nichts im Inventar. Ja, ich nämlich auch nicht. Hardened Monster. Ja, das verstehe ich nicht. Oh nee. Ah. Oh. Oh. Mal sehen, wer ohne alles hochkommt. Oh. Juhu! Mal sehen, wer ohne alles hochkommt. Ich bin der Erste, der cheatet. Piu, piu. Ist hier wieder Schnee oder was ist das hier? Wow! Oh, Vorsicht, was ist das Vorsicht. Denn? Was hat der gefallen? Wo bist du hin? Cell Materia.
bisschen Musik, ne, beim Reisen. Ja, lass mal beim Laufen Musik hören. Ja, damit wir uns überhaupt nicht mehr wehren können. Genau. ja. Bandname nehme ich einfach mal Hallo. Welches Lied? Hä? Keine Ahnung, ich habe einfach irgendwas angemacht. Hier würden wir schon, waren wir wohl schon. Ah, ich habe die gleiche Musik. Warte. Oh Gott, lass mal schneller laufen. Ist das GEMA-frei? Das wird GEMA-frei sein. Das ist ja nur eine Variante davon. Ja, ihr könnt mal kämpfen, wir sind nur zur Motivation da. Ja, ihr könnt kämpfen und wir machen hier die Stimmung. Ja, ihr seid ja auch sonst zu nichts zu gebrauchen. Ja, da ist eine Kiste! Da! Kann ich aufklicken. Scheiß Drecksschwert drin. Alle rasten völlig aus, voll die Scheiße drin. Muss eine aufmachen. Ah, dann mach ich das. Ah, ich hab's auch ohne geschafft. Ah, ich hab mal ein anderes Lied nehmen, was scheiße. Okay. Aber wir sollten. Ja, jetzt sollten wir das vielleicht nicht machen, weil dann stürzt das Spiel wieder ab, hab ich das Gefühl. Also. Oh, ich glaube auch. Irgendwas ist hier ein hartes Geräusch. Oh ne, doch nicht. Oh, da vorne sind. Oh, da sind wieder welche von denen, die sind so scheiße. Komm, Gitarre, zeig sie. Alter, und da kommt noch so ein Dreckspferd dazu. Mein Little Pony, ey. Oh, ein Wagen. Ey, warte, warte, nicht. Warte. Das ist ein. Nix. Da kann man das machen. Ist das ein Händler? Das ist eine Händlerin. Ja. Oh. Da kann man ein Sweatshirt kaufen. Wow, da kann man ein Sweatshirt kaufen. Der hat so ein komisches Brain auf dem Kopf. Ich würde sagen, den extracten wir mal. Ich würde auch gleich sagen, wenn keiner. Warte. Ich kaufe mir erstmal ein T-Shirt. Oh Mann. Das kann ich doch oben drüber tragen. Das sieht da ganz cool aus. Hier so ein Polunder. Total geil. Pass auf, bei. Ja, und jetzt erstmal schön den Polunder anziehen. Zack. Komm, bei der Dame jetzt. Alle gleichzeitig einen Brain extract. Warte. Okay, jetzt. 3, 2, 1. LOL! Der hat eine Waffe! Wo ist die? Nein! LOL! Nein! Aua! Da kommt so ein Drecksvieh von oben! Oh, das Viech hat den Typen getötet. Nein, ernsthaft? Ja. Ernsthaft. Du wolltest nur von deiner Unfähigkeit ablenken. Ey, cool. Das ist ja auch richtig cool. Die Bolle, die einfach mal sind. Nee, so eine coole Jacke. Bin ich jetzt der Gangster? Du bist der echte Gangster. LOL, voll der Hoodie hast du da. Ja. Das geil. Nee. Bist du. In jedem Satz musst du jetzt Motherfucker benutzen. Boah, da hatte ich gerade einen Mega-Lag. Einfach mal alles angreifen, was du sehen kannst. Upsala. Einfach nur gedrückt halten und reinklappen. Oh, was hier runter? Ganz viel Eisen. Oh, stimmt, warte. Ganz viel Poison Water. Water. Aber hier finden wir, glaube ich, kein einziges Haus mehr, ne? Kann das sein? Aber wie groß ist der Planet denn noch, ey? Das ist, glaube ich, schon... Laufen. Oh, wer traut sich, das Ding anzumachen? Ich. Poisoned. Erstmal direkt poisoned. Alter, Stalagniten und die Dinger auf dem Boden? Willst du mich verarschen? Nein! Oh! Ich will nicht nochmal da die ganzen. Was passiert? Auf. Ja, ich bin gestorben von diesem scheiß Ding. Weil ich da drauf gedrückt hab. Da freut er sich. Ah, du bist einfach auch ein Bongo, Junge, ey. Steht er da direkt neben dem Ding? Da geht man ein Stückchen zurück oder sowas. Ich stell mich einfach direkt rein, gar kein Problem. No risk, no fun. Hätte ja auch was Gutes sein können. Boah, heute leckt's irgendwie heftig teilweise. Ja. Oh. Ach Mann, ey, soll da nochmal ein Haus kommen jetzt? Was ist denn das für ein Scheiß? Muss doch mal weitergehen hier. Lauf einfach links lang, kommst uns irgendwann eh entgegen. Ja. Okay. Ich finde diese Option, dass man sich irgendwie zu Freunden teleportieren kann, die man da oben links in der Liste hat. Teleportsteine oder sowas. Ja, oder sowas. Dass man das zu Freunden teleportiert, weil wenn man stirbt und ganz weit gelaufen ist, ist das ja voll elendig. Das finde ich auch doof, ja. Oder dass man das Schiff so platzieren kann, dass es halt dann einfach immer folgt, ja. Weißt du? Oh, ich habe Platinum Ohr gefunden, direkt an der Oberfläche. Wow. Schiff folgen. Ja. Ja, Kinect. Ja.
Habt ihr das mitbekommen? Da hat sich ja irgendeiner bei Xbox irgendwie Xbox Sign Out genannt. Ach ja, bei Call of Duty, ne? Genau, und dann hat er da richtig abgeskillt und dann sind die alle so ausgeflippt, haben immer gesagt, Xbox Sign Out, und alle ausgelockt. Das war so geil. Bei der PlayStation 4 gibt es ja so eine coole Option, dass man anderen Leuten beim Zocken zugucken kann. Ja. Und irgendwie finde ich das eigentlich ganz cool. Da kann man sich nochmal so Spiele angucken, die man vielleicht gerade selbst nicht hat. Und habe ich auch schon gemacht. Manchmal sind halt auch irgendwie aber so Livestreams dabei, wo du echt denkst, Alter, ernsthaft, weißt du? Und irgendwelche Typen, die da mit ihren Freundinnen im Zimmer sitzen. Ja, die müssen wir extracten hier. Ja, erstmal zurückgehen. Extracten! Oh. Wo ist denn der? Wow. Das Viech hat schon wieder den Dings getötet, ne? Ich finde dieses Feature ja alles so ganz nett von diesem Livestream und so, aber brauche ich das wirklich? Also. Weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, dass es von Grund auf anbieten, weil ich kann so meine Videos auch direkt auf Twitch streamen. Also wenn ich jetzt demnächst mal ein bisschen Killzone zocke oder NBA, dann kann ich direkt auf Twitch damit streamen. Das finde ich schon ganz cool. What the fuck? Das muss ich abbauen. Jetzt will ich mir irgendwie Killzone holen. ja, das wäre auch cool. Ich brauche mal wieder was zum Zocken, ey. Oder wird's? Ich weiß es nicht. Kann nicht sein, dass ich hier eine PlayStation 4 stehen habe und das Spiel schon durch. Und DLC von Assassin's Creed habe ich mir ja auch geholt, wie ich auch schon mal irgendwo anders gesagt habe. Aber irgendwie ist der Drops gelutscht. Ich habe Assassin's Creed noch nicht durch, das vierte. Ich muss es noch durchzocken. Den DLC dann auch. Da kann man auch schon ziemlich viel Zeit damit verschwenden. Oh, noch eine Händlerin. Ja, eben. Okay. Was hat die? Warte mal. Hä? Cool Pants hat die. What the fuck? Warum fliegt die immer so weit weg? Wo ist die hin? Lol, ach nö. Warte, erst die Viecher killen. Oh fuck. Du hast sie mitgekillt. Ah. Aber hier ist auch keine Festung mehr oder sowas, ne? Das ist ärgerlich. Schon alles gefunden. Was? Bestimmt schon alles gefunden. Ja, mehr als... Ich glaube aber nicht, dass nur eine Festung... Ja, wir hatten ja zwei. Wir waren ja schon bei einer zweiten, waren wir schon. Ja, aber über dem ganz ersten Planeten, wo wir angefangen haben, da waren ja auch mehrere. Ja, stimmt. Hä? Da waren richtig viele. Lol, mega lag. Ich bin auf einmal gestorben. Ich stand vor so einem Da war ich einfach tot. Immer Hamilton und ich, die hier überleben, ey. Ja, weil wir die Pros sind. Und weil immer hinten sein. Hä? Wir sind voll die... Das stimmt mal echt gar nicht, ey. Wir stürmen. Wir stürmen. Wir stürmen. Oh, eine Kiste. Was nochmal? Kennt jemand von euch die Serie American Horror Story? Ich glaube, ich kenne das, aber ich hab's noch. Also gehört habe ich schon mal. Weiß nur nicht, ob ich schon mal gesehen habe. Also die erste, also ich habe die ersten beiden auch schon geguckt, bin jetzt gerade bei der dritten. Denk mir, Alter, so eine Serie, ne? Was da für Sachen passieren? Da denke ich mir immer nur so, what the fuck in dieser Folge. Wirklich, ey, das ist einfach zu krass. Nee. Ich kill jetzt einfach jedes Viech, was mir über den Fuß kommt mit dem scheiß Brain Extractor. Irgendwann muss ja was rauskommen. Da ist eine Copper Pickaxe drin gewesen, die habe ich einfach mitgenommen. Get the booties bitches in the house. Copper Pickaxe. Copper Pickaxe, ja. Ich denke, zwischendurch müssten noch mal so ein paar Oh nee. Wie ich das hasse, wa? Boah. Oh lolo. Oh Gott. Oh lolo. Oh oh. Spielt jemand von euch Age of Empires 2 HD Edition? Nee. Damit ist die Frage schon komplett geklärt. Wie auf einmal direkt ruhig war. Ja. Okay. Alles Banause. Kannst du nämlich so richtig geile Sprachbefehle eingeben und auf Deutsch sind die einfach richtig krass schlecht einfach. Okay. Ich habe ja, was ich total gern gespielt habe früher, war Black and White. Kenn ich bestimmt nicht. Aber das war glaube ich vor meiner Zeit. Das ist von Peter Molyneux, der auch Fable und sowas gemacht hat. Und der hat damals so ein, da konntest du Gott spielen, oder? Also hast du mal so ein Vieh,
was du quasi befehligen konntest. Und konntest so eine Leine basteln und was ich nicht und so. Und dann musstest du halt so ein Dorf beschützen an Menschen und sowas. Und du warst halt die Gottheit und sowas. Das war ganz cool gemacht eigentlich. Das zweite war halt irgendwie nur scheiße, das zweite Spiel. Das erste war gut. Warte mal, da ist wieder so ein Vieh. Oh, oh, what the fuck, was sind das denn für Viecher? Oh nein, was ist das? Extra. What the fuck, bei mir ist gerade Nacht und wieder Tag geworden. Warte, warte, aber ja, nicht, also nicht killen, ne? Ich hab ein Superior Brain. Ja! Von so einem Hasenviech. Was? Ja. Warte, ich will drücken. Was bedeutet? Vielleicht muss man alle aktivieren, passiert irgendwas? Ich hab ein Holy Wacken gefunden. Krasses Scheiße. Wrecking Ball. Du kannst diesen Roboter jetzt bauen. Ja, dann ab zum Schiff, Alter. Dann baust du den jetzt. Optimus Prime. Das brauche ich jetzt alles. Ganz viel. Du brauchst einen Allspark, brauchst du. Ja. Boah, das wäre ziemlich cool. Der neue Transformers-Film ist ja auch so ein bisschen. Kacke. Es gibt jetzt irgendwie. Mark Wahlberg mit uns. Naja, der ist nicht so schlecht. Ja, geht, ne? Obwohl, die Schauspieler sind da sowieso immer nur zweitrangig. Ich finde erstens das und zweitens Mark Wahlberg. Echt? Findest du den echt nicht so? Ich finde den nicht also so gut. Also die letzten Filme, die ich mit dem gesehen habe, also zum Beispiel Pain and Gain oder so, die waren nicht so schlecht. Pain and Gain fand ich echt scheiße, aber gut. Den fand ich auch gut. fandst du den gut? Code. Achso, okay. Weil ich fand den echt blöd irgendwie, weiß auch nicht genau. Ist einfach nicht mein Geschmack. Ach so, ja, haben wir schon anders drüber geredet. Was denn? Wollte ich die Frage eigentlich stellen. Also The Wolf of Wall Street, hast du den schon jetzt gesehen? Ne, den habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich gucken, aber ich gehe jetzt nächste Woche mit dem Jens rein. Jens ist einer, mit dem ich spiele ich immer Battlefield. Unter anderem. Das ist mein Battlefield-Folge. Ja, der Film ist echt super. Ja, Martin Scorsese, der kann's. Der hat's drauf. Ich finde den auch eigentlich echt, also der ist richtig geil. Ich hab ja sonst geil was gemacht. Hast du schon geguckt, Georg? Natürlich. Ey, der ist richtig lang, ne? Fast 3 Stunden. Fast 3 Stunden, aber um genau zu sein, 2 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber mir war es immer so, dass ich die ganze Zeit niemals dachte... Was hast du? Wir brauchen Pixels. Hat jemand Pixels? Ich hab Pixel. 1873. Wir brauchen 400 für ein Teil. Ja, ich hab auch noch 492. 800. Warte, wir haben ja noch den Ohrenschmelzer. Wenn wir irgendein Ohr, was wir nicht Vielleicht brauchen. Vielleicht finden wir auch gleich noch eine Festung und dann hole ich mir noch ein paar Pixel. Oh ne. Hier. Jetzt brauchen wir das Superior Brain eh nicht mehr. Och nein. Was denn? Hey, ich hab gerade das Spiel wieder, weil ich was starten wollte, ein Lied, und dann hat sich wieder geschossen. Aber ich war sowieso auf dem Schiff. Ich bin gleich tot. Warum? Warum? Weil ich gleich tot bin. Was ist denn? Warte, pass auf. Alles kein Problem. Basti, wenn ich mal wieder Luft hab, kannst du mich ja nochmal wieder einladen. Ja, weiß, wir sind gerade noch am Fighten. Ich weiß, bin Last, aber... Ach, Kacke. Nein, du bist keine Last. Ein Last Air. So, ich hatte einen. Warte mal, ganz kurz, Herr Wix. Ja. Oder ein dran. Lastwagen. Nee. Ich bin ein Lastwagen. Wenn, dann ein LKW. Ein Lastkraftwagen, wenn ich bitten darf. Genau. Das ist mein Mann. That's my man. Hab ich gerade eingeladen. So, Artificial Brain. Oh hast ja. Hast du bekommen. Ich habe gar keine Pixel mehr. Ja, wir machen das schon. Ich hab noch genug eigentlich. Wenn ich jetzt nicht direkt sterbe gleich, hab ich noch genug für alle dann. Wie viele Teile braucht der Roboter denn? Warte, ich zähl mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und fürs letzte braucht der Pixel. Ja, wenn ich und für jedes braucht er also 4 mal 400. Das heißt, also 1600, ja, die hab ich. Ja? Gut, dann... Muss einfach nur in dein Schiff kommen. Und ja, warte. Achso, wir brauchen die jetzt nicht mehr, die Brains, ne? Na egal. Ich sagen, können wir auch richtig niedermetzeln. Ja, ich will jetzt aber gerade nochmal hier eben weiterkommen, bis wir eben zu der, dass wir einmal umrundet haben, oder? Sollen wir das nicht so machen? Ja. Doch, ich denke, ne? Das ist ja, komm, weil dann haben wir wenigstens alles gesehen. Ich finde, das sollten wir jetzt schon noch machen. Kann ja nicht mehr so. Dass die brennen, ist echt geil. Das ist echt ein cooles Feature, weil die dann halt Damage over time bekommen. Und Licht. Ja. Och, verpiss dich doch, Mann. Ah. Boah. Alter. Pass auf, die sind nervig. Ja, wenn du von diesen Blasen zwei oder dreimal getroffen.